بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich glaube, die Leute müssen sich erst nochmal an die neue Zeit gewöhnen. Das heißt, neue Zeit ist ja die alte Zeit, aber es ist halt pünktlich um 18 Uhr. Und wir wollen, insha'Allah ta'ala, heute nach einer Woche Pause weitermachen in unserer Reihe über die Zeichen des jüngsten Tags. Und wir hatten ja bisher die kleinen Zeichen des jüngsten Tages unterteilt in mehrere Blöcke, Themenblöcke. Und haben uns auch mit den verschiedenen Themenblöcken auseinandergesetzt gehabt. Zu diesen Themenblöcken gehörte beispielsweise die Versuchungen, die vor der Stunde erscheinen werden, die Fahisha, das heißt die Sittenlosigkeit, welche sich verbreiten wird vor der Stunde, und auch die gesellschaftlichen Veränderungen, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat, als Alamat, als Zeichen für die Nähe des jüngsten Tages. Als Zeichen für die Nähe des jüngsten Tages. Und wir hatten vor zwei Wochen angefangen, über diesen Themenblock zu sprechen. Und wir hatten folgende Zeichen erwähnt gehabt. Einmal, dass die Schafshirten sich übertreffen werden im Errichten von hohen Gebäuden. وَأَن تَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Dass du siehst, wie die barfüßigen Schafshirten, die bedürftig sind, mittellos sind, anfangen sich gegenseitig zu übertreffen im Erhöhen von Gebäuden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat auch klar gesagt, um wen es sich handelt, nämlich um die Araber. Dann haben wir darüber gesprochen gehabt, dass die Magd ihre Herrin gebärt. أَنْتَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا. Was war damit gemeint gewesen? Dass die Magd ihre Herrin gebärt. Was war damit gemeint gewesen? Gibt es ja verschiedene Interpretationen. Und wir hatten zwei oder drei dieser Interpretationen erwähnt gehabt. Es gibt zwei Hauptinterpretationen. Du nickst, ja? Genau. Dass es viele Sklavinnen gibt, welche dann mit freien Männern zusammen sind, von ihnen Kinder gebären, sie Sklavinnen bleiben, solange ihr Herr noch am Leben ist, während ihre Kinder frei sind. Und darunter würde auch fallen, dass einige von ihnen sogar zu Kalifen geworden sind und somit dann ihre eigenen Herren gebären. Das ist eine Interpretation. Und das war sehr verbreitet gewesen, subhanallah, dann im Laufe der Geschichte. Und dann Nummer zwei, was war die zweite Bedeutung gewesen? Wie bitte? Ungehorsam ist, unverschämt, genau. Unverschämt ist gegenüber der eigenen Mutter. Und die eigenen Eltern so behandelt, als würden sie Angestellte sein. Als würden sie bei ihr arbeiten. Als wären sie die Herren im Haus und die eigenen Eltern die Sklaven im Haus. Wir haben aufgezeigt gehabt, dass sich das leider auch sehr stark verbreitet hat unter Muslimen. Dann hatten wir ebenfalls über ein weiteres Zeichen gesprochen gehabt, nämlich Taslim al-Khassa. Dass sich nur noch Leute begrüßen, welche sich kennen. Und was hatten wir hierüber gesagt gehabt? Worauf deutet das hin? Genau, eine gewisse Urbanisierung. Das heißt, die Menschen werden in Städte ziehen, wo Anonymität vorherrscht, wo man nur noch diejenigen grüßt, die man auch wirklich kennt. Und wir haben daraus auch wichtige Lehren gezogen für uns. Nämlich, dass wir versuchen sollten, diese Sunna, die uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat, trotzdem so gut wir können, auch in einer Großstadt zu praktizieren.
Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Ihr werdet nicht eher das Paradies betreten, bis ihr glaubt. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Und ihr werdet nicht eher glauben, bis ihr einander liebt. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ. Soll ich euch nicht auf etwas hinweisen, dass wenn ihr es tut, ihr euch gegenseitig lieben werdet? أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Verbreitet den Gruß untereinander. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ein Mann fragte ihn, Ayyul Islami khayr, was ist der beste Islam, was ist die beste Form von Islam? Ayyul Islami khayr. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Tut'imu al-ta'am, dass du Bedürftige speist. Wa taqra'u al-salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Und dass du Menschen begrüßt, unabhängig davon, ob du sie kennst oder ob du sie nicht kennst. Taib. Das war das letzte Zeichen gewesen, über was wir ausführlich gesprochen hatten. Eine Schwester hatte mir an diesem Tag eine Frage gestellt gehabt nach dem Unterricht. Diese Frage möchte ich nochmal gerne auch jetzt vor allem beantworten, weil das eine Frage ist, die immer wieder aufkommt. Und zwar gibt es eine Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, La tabda'u al-Yahuda wal-Nasara bis-Salam. Grüßt nicht die Juden und Christen zuerst. Und einige Gelehrte und auch einige, sage ich mal, Prediger in unserer Neuzeit verbreiten das dann und sagen, es sei verboten, dass ich einen Nichtmuslim zuerst grüße. Ich grüße nur zurück, also ich erwidere den Gruß, aber darf nicht zuerst grüßen. Dieser Hadith ist ganz, ganz wichtig. Der muss in seinen historischen Kontext verstanden werden. Und das ist sehr wichtig in Bezug auf die Hadithe im Allgemeinen. Genauso wie in Bezug auf den Koran-Vers, aber gerade auch in Bezug auf die Hadithe. Nämlich, es gibt eine eigenständige Wissenschaft oder Wissensdisziplin innerhalb der Hadith-Wissenschaft. Die heißt Ilm Wurud al-Hadith oder Asbab Wurud al-Hadith. Das heißt, der Grund, warum ein Hadith überhaupt gesagt wurde. Also in welchem Kontext hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überhaupt etwas gesagt? Weil wenn ich den Kontext nicht verstehe und außer Acht lasse, dann kann ich sehr, sehr leicht zu einem falschen Urteil kommen. Und zu einem Urteil gelangen, was vielleicht sogar dem Koran und der Sunna widerspricht. Weil wir haben sowohl im Koran als auch in der Sunna sogenannte Muhkamat, eindeutige Dinge, und sogenannte Mutashabihat, mehrdeutige Dinge. Die Muhkamat in Bezug auf unseren Umgang mit Nichtmuslimen sind unter anderem die Ayat in Surat Al-Mumtahina oder Al-Mumtahana, beides ist richtig. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, La yanhaakumullahu ani alladhina lam yuqatilukum fid din. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah Ta'ala, er verbietet euch nicht, mit jenen zu verkehren, welche euch nicht in eurem Glauben bekämpfen und euch nicht aus euren Wohnstätten vertreiben, auf dass ihr ihnen gegenüber Güte zeigt und gerecht seid. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Das ist der grundlegende Umgang zwischen einem Muslim und einem Nicht-Muslim, Güte und Gerechtigkeit. Und es steht außer Frage, dass zur Güte natürlich was gehört, im Umgang miteinander, dass ich jemanden grüße, wenn ich ihn sehe, oder? Zumal ich auch nicht immer weiß, ist es ein Muslim oder ein Nicht-Muslim. Ich meine, das steht ja nicht auf der Stirn geschrieben. Die Leute haben sich ja teilweise auch gleich sozusagen angezogen. Doch wie ist dann solch ein Hadith zu verstehen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam so etwas sagt? Und zwar in einem kriegerischen Kontext. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Medina es viele Fitnen gab und viel Hochverrat gab. Auch seitens der Stämme, die dort gelebt haben von den Ahlul Kitab. Und deswegen in diesem Kontext hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann verlangt, einen Abstand zu halten. Und abzuwarten, wer ist eigentlich diese Person? Weil wir es mit Feinden zu tun haben. Und deswegen, die Aimmatul Islam, die großen Imame,
Viele von ihnen haben diesen Hadith so verstanden. Und deswegen, es wird überliefert von Al-Auza'i, dass er, Imam Al-Auza'i, ist Imam Al-Sham gewesen. Hat seinen eigenen Madhab gehabt. Über 2 Jahrhunderte hat er angehalten. Er lebte unter anderem im heutigen Libanon. Und Imam Al-Auza'i, er hat immer die Leute gegrüßt. Und vielleicht nur sehr interessante Biografie. Bei der Genese von Imam Al-Auza'i, bei seinem sozusagen Totengebet, waren teilweise mehr Christen anwesend gewesen als Muslime. Weil er sich immer eingesetzt hat für die Rechte der nicht-muslimischen Minderheiten. In Al-Sham, subhanallah. Und auf jeden Fall hat er immer gegrüßt. Und das hat er auch gesagt, man soll das machen. Und dann haben einige ihm gesagt, ja, aber der Prophet sagt doch so und so. Und dann meinte er, unter den Imamen gab es welche, die gegrüßt haben, dann grüße, wenn du sie nachahmen möchtest. Und unter ihnen gab es welche, die nicht angefangen haben mit dem Gruß. Dann hast du auch jemanden, den du befolgen kannst. Aber grundsätzlich ist es möglich. Und diesen Fiqh, dieses Verständnis, das brauchen wir natürlich. Ja, gerade im Umgang, ja, heutzutage in einer globalen Welt, ja, stell dir mal vor, ich würde die Leute nicht mehr grüßen. Ja, ich warte erstmal. Ja, kommt, wenn er mich grüßt, dann grüße ich zurück. Was ist das für ein Akhlaq? Ja, die Leute würden sich wundern. Ja, was macht man nicht. Deswegen müssen wir natürlich die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam immer richtig verstehen. Und ich sage, ah, hier steht das so, deswegen ist das so. Nein! Wie ist dieser Hadith zu verstehen? Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und wann hat er das gesagt? Und erst dann, ja, kann ich zu einem vernünftigen Urteil gelangen. Kommen wir zurück, inshallah ta'ala, zu unserem Thema. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt über weitere Veränderungen innerhalb der Gesellschaft gesprochen, als Zeichen für die Nähe des jüngsten Tages. Und eines dieser Zeichen ist der weit verbreitete Handel. Wir hatten das, glaube ich, kurz erwähnt, aber ich möchte doch noch mal kurz eingehen, inshallah ta'ala. Der weit verbreitete Handel. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es in einer authentischen Überlieferung bei Imam al-Nasa'i steht, Inna min ashrati sa'ati an yafshu wal malu wa yakthur wa tafshu wa tijaratu. Zu den Zeichen des jüngsten Tages gehört, dass sich das Vermögen verbreiten wird, ausbreiten wird und mehr wird. Und sich der Handel ausbreiten wird. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier über etwas, was es so zu seiner Zeit nicht gegeben hat. Gab es Handel zur Zeit des Propheten? Natürlich. Es gab Handel zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber der Handel zu der damaligen Zeit war im Vergleich zu unserer heutigen Zeit so gut wie nichts gewesen. Die Handelsvolumen, die wir heutzutage haben, die Milliarden und Billionen, mit denen weltweit gehandelt wird, ja, das ist etwas, was sich die Menschen zur damaligen Zeit gar nicht hätten vorstellen können. So unglaublich viel Geld ist im Umlauf und so unglaublich viel Handel wird heutzutage betrieben, wie noch nie zuvor. Ich meine, ich kann heutzutage zu jeder Zeit, in jedem Moment, einfach mein Smartphone in die Hand nehmen und etwas bestellen über Amazon, über eBay. Ich kann sogar jetzt meine Lebensmittel einfach vom Edeka oder von irgendeinem anderen Supermarkt zu mir nach Hause bestellen. Es war noch nie so einfach wie heutzutage gewesen, Handel zu betreiben. Und es wurde noch nie in der Menschheitsgeschichte so viel Handel betrieben, wie es heutzutage der Fall ist. Aber ebenfalls, und das finde ich sehr, sehr interessant, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, wo ich gerade mit euch rede. Und zwar, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, das Vermögen verbreitet sich. Das Vermögen verbreitet sich und wird immer mehr. Und das ist auch etwas, subhanallah, was es vielleicht so noch nie gab. Und zwar, dass Geld gedruckt wird und gedruckt wird und immer mehr wird, sodass es zu einer Inflation kommt. Zur damaligen Zeit war die Währung was gewesen? Gold und Silber. Zur Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam hatte man Gold und Silber als Währung. Und wir wissen ja, dass Gold und Silber eigentlich eine Art Inflationsschutz darstellen. Aber heutzutage, subhanallah, gibt es so viel Geld, was gedruckt wird. So viele Dollar, die gedruckt werden. So viele Euro, die gedruckt werden,
Dass wir permanent immer wieder in den Medien von was hören? Von einer Inflation. Ja, manche sprechen auch von Überinflation, weil es einfach so viel Geld gibt. Es gibt immer mehr Währungen. All das ist etwas, worüber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Und was wir heutzutage eins zu eins erblicken können. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er hat wirklich die Wahrheit gesprochen. Heißt es, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns jetzt vor etwas warnt? Nein. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt uns nicht vor Handel. Und er warnt uns auch in diesem Hadith nicht vor Geld. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt ein Phänomen. Aber wovor warnt uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er warnt uns davor, dass wir anfangen, Geld anzubeten. Und dass wir zu Sklaven des Geldes werden. Und nichts mehr anderes tun, als über Geld nachzudenken und sogar bereit sind, Grenzen zu überschreiten, um an Geld zu kommen. Das ist das, wovor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns warnt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt die Händler davor, dass sie freveln und dass sie Grenzen überschreiten und dass sie betrügen. Die Tujjar sind die Fujjar, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Die Händler sind die Freveler, aber nicht alle Händler. Sondern ein Händler, der wirklich Allah fürchtet. Und der Handel betreibt, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von uns verlangt hat, nämlich ehrlich, ohne zu betrügen. Das ist jemand, der, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, sogar die Stufen der Shuhada und Siddiqin durch seinen Handel erreichen kann. At-tajiru as-saduq. Der ehrliche Händler, yawm al-qiyamati, ja, ist am jüngsten Tag auf der Stufe der was? Der Shuhada, ja, und der Siddiqin, der Wahrhaftigen. Subhanallah, stell dir das mal vor. Weil du ehrlich bist in deinem Handel. Wenn du etwas verkaufst, verkaufst du nicht irgendetwas, um es den Leuten anzubringen, um schnell reich zu werden. Also du verkaufst etwas, wovon du auch überzeugt bist, dass es den Menschen Nutzen bringt. Wenn du Ware verkaufst, dann verkaufst du keine Ware mit Mangel, sondern du verkaufst nur gute Ware. Und wenn deine Ware einen Mangel aufweist, dann zeigst du diesen Mangel auf. Das ist nicht einfach. Warum? Weil du willst Geld verdienen. Aber das ist der richtige Weg. Und das machen leider heutzutage viel zu wenige Menschen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt in einer anderen Überlieferung, dass wir nicht nur in einer Zeit leben oder vor dem jüngsten Tag, wo es viel Handel gibt, nein, sondern wo die Märkte auch näher kommen werden. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, يُوشِكُ أَلَّا تَقُومَ السَّاعَ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمِ. Die Stunde wird nicht beginnen, bevor nicht das Wissen emporgehoben wird oder entzogen wird. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ. Und die Versuchungen sich verbreiten. وَيَكْثُرُ الْكَذِبُ. Und das Lügen sich verbreitet. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ. Und die Zeit kürzer wird. وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ. Und die Märkte sich näher kommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten das letzte Mal schon erwähnt gehabt, ich bin gar nicht sehr sicher, ob es erwähnt hat oder nicht. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier über was? Er spricht hier über die Globalisierung. In einer Art und Weise, wie man es gar nicht hätte besser ausdrucken können. Die Märkte kommen näher. Nicht, es werden einfach nur mehr Märkte, sondern sie kommen näher. Die Wege werden kürzer. Ich kann zu jedem Zeitpunkt mir etwas aus China bestellen, was vorher Monate gedauert hat. Vielleicht sogar mehr als ein Jahr gedauert hat, bis die Ware zu mir kommen konnte, kann ich jetzt mit einem Knopfdruck innerhalb von wenigen Tagen oder innerhalb von wenigen Wochen, je nachdem wie schnell ich das bestelle, dann schon an diese Ware aus China gelangen. Der Taqarab al-Aswaq. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt die Globalisierung. Was zeigt mir das? Es zeigt all diese Zeichen, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat, sind zum größten Teil schon eingetreten. Wir leben in einer Zeit
sehr, sehr nahe vor dem jüngsten Tag. Weil es 1400 Jahre waren, die vergehen mussten, bis diese Zeichen zum Vorschein kommen. Und erst unsere Generation bezeugt das mit den eigenen Augen und erlebt das und lebt es gerade selbst, diese Globalisierung, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Dann zeigt uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf, dass nicht nur die Märkte näher kommen, sondern der Handel wird sich so verbreiten, dass eine Ehefrau ihren Ehemann beim Handeln unterstützen wird. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, inna bayna yaday as-sa'ati taslim al-khassa. Hatten wir schon gehabt. Vor der Stunde ist es so, dass sich nur die Leute begrüßen werden, die sich kennen. Und der Handel sich verbreitet. Hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijara, sodass eine Frau ihrem Ehemann helfen wird beim Handel. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt nicht, dass es etwas Schlechtes ist. Er beschreibt es einfach nur. Seine eigene Ehefrau Khadija radiallahu anha war eine Händlerin gewesen. Es ist nichts dabei, seine Frau ihren Ehemann daran unterstützt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht jetzt über ein Massenphänomen. Etwas, was es zu seiner Zeit nicht gegeben hat. Und zwar, dass die Frau sich ebenfalls beteiligen muss. Und dass die Frau genauso arbeiten geht und das zu einem Massenphänomen wird, wie es der Mann tut. Ja, dass man das eigentlich auch heutzutage von der Frau verlangt. Und dass eine Frau, welche nicht arbeitet, schon teilweise schief angeschaut wird, warum bist du denn nur Hausfrau? Als wäre das etwas Schlechtes. Und wenn sie dann arbeiten geht und sich um ihre Kinder nicht richtig kümmert, dann heißt es, du kümmerst dich um deine Kinder nicht richtig. Das heißt, egal wie man es macht als Frau, es ist immer falsch. Und teilweise dann auch Frauen völlig überfordert sind mit all den Aufgaben, die man von ihnen abverlangt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet darüber, er zeigt auf, das wird sich sehr stark verbreiten. Es ist nicht mehr Einzelfälle. Nein, sondern es wird zu einem Gesellschaftsbild. Eine arbeitende Frau, die genauso arbeiten muss und genauso arbeiten geht, aus welchem Grund auch immer, um die Familie zu unterstützen oder einfach um arbeiten zu gehen als Selbstzweck. Und das nicht nur als Ausnahme, sondern als Gesellschaftsnorm. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft. Gar keine Frage. Auswirkungen, die wir heutzutage auch sehen. Und deswegen, diese Auswirkungen erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im selben Hadith direkt danach. Indem er nämlich sagt, وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ, vor der Stunde wird es was geben, das Abschneiden der Familienbande. Das heißt dadurch, dass alle nur noch mit sich selbst beschäftigt sind. Der Mann muss arbeiten gehen, die Frau muss arbeiten gehen, die Kinder sind allein zu Hause, auf sich allein gestellt. Wozu führt das? Das führt dazu am Ende, dass die Familien auseinandergerissen werden. Und dass die Kinder teilweise auf sich selbst gestellt sind. In vielen Golfstaaten ist es so, dass sich dann nur noch die Nanny um die Kinder kümmert. Hier ist es so, dass du teilweise Kinder hast, die dann nach der Schule nach Hause kommen und es ist niemand zu Hause, der sich um die Kinder kümmern kann. Weder der Vater noch die Mutter sind zu Hause, weil alle beschäftigt sind mit der Arbeit. Und es geht nur noch um eine Form von Individualismus. Es geht um eine eigene Karriere. Und das führt zu was? Das führt dazu, dass die Familienbande, so wie die Menschen sie eigentlich über Jahrhunderte kannten, auch hier in Europa im Übrigen, also nicht nur unter Muslimen, auch hier in Europa war das nicht anders gewesen, dass die Familienbande regelrecht auseinandergerissen wird und die Familien kaputt gehen. Und sobald eine Familie kaputt geht in der Gesellschaft, was passiert dann? Geht die Gesellschaft ebenfalls kaputt. Weil die Familie ist die kleinste und wichtigste Einheit innerhalb einer Gesellschaft. Wenn du eine Gesellschaft zerstören möchtest, dann musst du nur was tun, musst du die Familie zerstören. Willst du eine Gesellschaft kaputt machen, mach die Familie kaputt. Weil wenn die Familie kaputt ist, dann hast du nachfolgende Generationen, welche vom richtigen Weg abkommen werden.
Und es ist deshalb nicht verwunderlich, meine lieben Geschwister, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder hervorgehoben hat, wie wichtig es ist, dass wir als Muslime unsere Familienbande pflegen. Und der Koran, er hat es ebenfalls hervorgehoben und hat es von den Muslimen verlangt. Wahrt die Familienbande und wehe euch und das Zerschneiden und Zerstückeln der Familienbande. Hört einmal, was Allah Ta'ala sagt. In Surat Muhammad. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und eure Verwandtschaftsbande zerreißen? Also das Zerreißen der Verwandtschaftsbande ist eine Form von Unheil. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass Ar-Rahim, die Verwandtschaftsbande, es kommt von Rahma, von Barmherzigkeit, subhanallah. Weil es nämlich eine Form von Barmherzigkeit ist, dass Ar-Rahim, die Verwandtschaftsbande, sich an den Thron Allahs festhält. Und dann zu Allah Ta'ala sagt, ja Allah, ist das der Ort und der Rang desjenigen, der bei dir Zuflucht sucht? Maqamul a'idhi bik. Daraufhin antwortet Allah subhanahu wa ta'ala, möge derjenige verbunden sein, der dich verbindet, und möge derjenige zerrissen sein, der dich zerreißt. Wenn du willst, dass Allah ta'ala dir Segen gibt in deinem Leben, dann solltest du darauf Acht geben, die Familienbande zu pflegen. Hört einmal, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Man arada an yubsata lahu fi ajali. Wer möchte, dass Allah ta'ala seine Lebensdauer verlängert. Subhanallah, Lebensdauer verlängert. Dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Lebensdauer verlängert. Oder yubsata lahu fi rizqi. Oder seine Versorgung vermehrt. Falyasil rahima. Der soll seine Familienbande pflegen. Warum? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und zwar ist es bewiesen, es gibt Langzeitstudien darüber, dass das größte Glück, was die Menschen empfinden in ihrem Leben, enge Beziehungen sind. Es gibt Langzeitstudien diesbezüglich. Es gibt eine der ältesten Studien überhaupt, der ältesten Langzeitstudien, die geht schon seit Jahrzehnten, wo man nach Glück geforscht hat. Was macht die Menschen eigentlich glücklich? Und das, was die Menschen am meisten glücklich macht, ist, dass sie menschliche Beziehungen haben, subhanallah. Und jemand, der glücklich ist, der wird in der Regel auch etwas länger leben als jemand, der unglücklich ist. Jemand, der glücklich ist, der wird sich wohler fühlen in seinem Leben als jemand, der nicht glücklich ist. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Wenn du innige Beziehungen hast zu deiner Familie, ein gutes Verhältnis zu deinen Mitmenschen, wozu führt das auch? Das führt dazu, dass du immer Menschen hast, die dich auch unterstützen werden. Eine Form von Best-Risk. Ja, es ist eine Form von Versorgung. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich als Muslim ja darauf Acht geben sollte, die Familienbande zu pflegen. Und dieses konservative, alte Familienbild, was heutzutage als lächerlich dargestellt wird und dir in den Medien erzählt wird, das sei alles altmodisch, brauchen wir heutzutage nicht mehr. Die Ehe brauchen wir nicht mehr. Es ist völlig egal, ob Mann und Mann, Frau und Frau oder Mann und Frau. All das ist nicht mehr wichtig. Hauptsache, du bist glücklich. Das, was dir vergaukelt, vorgegaukelt wird hier, ist etwas sehr, sehr Gefährliches, was die Gesellschaft in ihrem Keim erstickt. Was die Gesellschaft zerschneidet. Weil am Ende geht es nur noch darum, was mich glücklich macht. Es geht nur noch um mich selbst. Es geht nicht mehr darum, Verantwortung zu tragen. Weil der Islam hat uns, subhanallah, gerade wenn es um die Familie geht, so viel Verantwortung beigebracht. Allein wenn ich darüber nachdenke, subhanallah, im Fiqh, wenn jemand einen anderen Menschen tötet, versehentlich, dann muss Blutgeld bezahlt werden, oder? Nach islamischem Recht muss Blutgeld bezahlt werden. Und zwar 100 Kamele oder der Wert von 100 Kamelen. Taib, tamam. Was haben wir? Was? 10 Minuten noch. Und wer bezahlt dieses Blutgeld? Man yadfa diya in der Qatl al-Khata. Man yadfa diya?
Al-Aqiba. Die Aqiba sind die Familie von der sozusagen väterlichen Seite. Ja? Sie bezahlen das Blutgeld. Das heißt, sie tragen eine Form von Verantwortung mit dir. Und das zeigt doch mal, wie eng verbunden die Familie ist aus islamischer Perspektive. Dass man sich gegenseitig unterstützt. Dass man füreinander da ist. Und all diese Dinge sind leider in unserer heutigen Zeit verloren gegangen. Und man will die weismachen, du brauchst nicht mehr diese große Familie. Familie ist nur Stress, ja? Familie macht nur Probleme. Nein, Familie macht Probleme auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist diese Familienbande eine gewaltige Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, auf die ich Acht geben sollte. Alhamdulillah, es ist noch viel verbreitet, aber ich rede gerade auch hier im Westen. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht in der Bayna Yadi Sallam, Qat'u al-Arham. Ja? Das Zerschneiden der Familienbande. In vielen, alhamdulillah, islamischen Ländern ist das noch sehr stark verbreitet. Aber man versucht auch hier anzufangen zu zersägen. Ja? Durch den Einfluss der Medien, die westliche Lebensweise, diese individuelle Lebensweise, ist alles sehr, sehr gefährlich. Und deswegen muss ich, wie gesagt, da sehr, sehr darauf Acht geben als Muslim und versuchen, ja, immer darauf Acht zu geben, dass ich den Kontakt zu meiner Familie wahre. Auch zu meiner weiten Familie, mein Onkel, meine Tanten, ja, hin und wieder mal anrufen. Nicht jeden Tag, aber dass man versucht, diesen Familienzusammenhalt zu wahren, so gut man kann. Und das Schöne ist, wenn du das machst, wird dir Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, all diese schönen Dinge geben, über die wir gerade gesprochen haben. Dann, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt, وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ. Und die Zeit wird kürzer. Wörtliche Übersetzung, die Zeit kommt sich näher. Die Zeit kommt sich näher. Allahu Akbar. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die ebenfalls authentisch ist. Und zwar, jetzt habe ich das gerade nicht rauskopiert. Wartet, ich hoffe, ich finde jetzt die Überlieferung im Wortlaut. Na gut, finde ich gerade leider nicht. Auf jeden Fall sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرُ أَوْ يَمُرْ السَّنَةُ كَالشَّهْرُ. Ein Jahr vergeht so schnell wie ein Monat. Allahu Akbar. وَالشَّهْرُ كَالْأُسْبُوعُ. Und der Monat wie eine Woche. وَالْأُسْبُوعُ كَالْيَوْمُ. Und die Woche wie ein Tag. Und dann und der Tag wie eine Stunde. Und jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, jetzt hört mal gut zu, وَتَمُرُّ السَّاعَةُ كَأَنَّهَا نَبْتَةٌ اِحْتَرَقَتْ بِسُرْعَةٍ also, genau. وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ. Und die Stunde ist so, ja, wie als würde man einen Zweig oder einen Ast oder irgendetwas anzünden, ein Streichholz anzünden, ja, und es dann wieder ausgeht. So ist die Stunde. Also ich zünde kurz mal etwas an und schon ist die Stunde vorüber. Sadaqa ya Rasulullah. Wir leben wirklich in solch einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, die Zeit rennt uns regelrecht davon. Und was bedeutet das für mich als Muslim? In solch einer Zeit, wo ich im Grunde genommen noch kaum etwas schaffe, wo die Welt so schnell an mir vorbeiläuft und mein Leben somit auch schnell an mir vorbeiläuft. Das bedeutet für mich, dass ich meine Zeit noch besser nutzen sollte als vorher. Ich sollte mich fokussieren. Ich sollte mich fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Weil die Zeit ist die Zeit. Die Zeit zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist die Zeit heute. Es ist kein Unterschied. 24 Stunden und 24 Stunden. Nur dadurch, dass das Leben so schnell geworden ist, durch die ganze Technologie, die wir heutzutage haben, Smartphones, Handys, WhatsApp, all diese Dinge, welche das Leben schneller machen und somit die Menschen auch von dir erwarten, schneller zu reagieren, brauche ich als Mensch Zeit, in der ich mich fokussieren kann auf die wichtigen Dinge. Weil wenn ich das nicht tue, dann wird mein Leben an mir vorbeirennen und ehe ich es versehe und ehe ich mich versehe, bin ich nicht mehr auf dieser Welt und ich frage mich, was habe ich eigentlich mein Leben erreicht? Und das Problem ist, wir bestehen nur aus einer Anzahl von Tagen. Wie es Al-Hasan al-Basri sagt. Ya bin Adam,
Innama anta adad. O Sohn Adams, du bist nur eine Zahl. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكْ ذَهَبَ بَعْضُكْ. Wenn ein Tag vergangen ist, ist ein Teil von dir vergangen. Abdullah ibn Abbas, er hat gesagt, es gibt keinen Tag, an dem die Sonne untergeht. Oder ich habe nichts mehr bereut. مَا لَغِنْتُ عَلَى شَيْءٍ أَكْثَرْ مِنْ يَوْمٍ غَرُبَتْ فِيهِ الشَّمْسِ. Ich habe nichts bereut mehr als einen Tag, an dem die Sonne untergegangen ist. Und wo ich nicht entweder mir Wissen angeeignet habe, وَلَمْ أَزْدَتْ فِيهِ عِلْمًا, oder ich eine gute Tat begangen habe. Und mal ganz ehrlich, wie viele Tage sind schon in unserem Leben vergangen, wo wir nichts mitgenommen haben. Der Tag einfach vergangen ist, ohne dass ich irgendetwas mitgenommen habe. Und jeder Tag wird am jüngsten Tag bezeugen, was ich an ihm gemacht habe, weil jeder Tag ist ein eigenständiges Geschöpf. Al-Hasan al-Basri, er sagte, مَا مِنْ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسِ إِلَّا وَيُنَادِي مُنَادٍ. Es gibt keinen Tag, an dem die Sonne aufgeht, außer dass ein Rufer ruft. يَا بِنَا آدَمْ. O Sohn Adams, أَنَا خَلْقٌ جَدِيدٌ. Ich bin ein neues Geschöpf. وَعَلَى عَمَلِكَ شَهِيدٌ. Und ich bezeuge deine Taten. فَاغْتَنِمْنِي. So nutze mich aus. فَإِنِّي لَا أَعُودُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Weil ich bis zum jüngsten Tag nicht zurückkehren werde. Subhanallah. Die Zeit vergeht schneller. Und deswegen muss ich meine Zeit noch besser nutzen. Mir überlegen, worauf konzentriere ich mich? Und worauf fokussiere ich mich? Weil die Zeit ist die Zeit. Nur ist es immer die Frage, welche Prioritäten setze ich für meine Zeit. Und ich schließe ab, inshallah, weil jetzt auch gleich in 3 Minuten, inshallah, der Adhan ist, mit der Sura, die uns genau daran erinnert, die uns aufzeigt, dass der wahre Erfolg darin liegt, dass ich meine Zeit nutze. Wal asr, bei der Zeit. Bei dem, was eng ist. Usaratu shay, ja, etwas, wovon ich nur sehr wenig habe. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Außer jenen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Und sich gegenseitig zur Geduld ermahnen oder zur Wahrheit ermahnen und sich gegenseitig zur Geduld ermahnen. Das sind die einzigen, welche nicht verlustreich sein werden. Gute Werke tun und zu versuchen, an solchen Sitzungen teilzunehmen, wo ich gefestigt werde auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Lasst uns versuchen, meine lieben Geschwister, das umzusetzen, auf das Allah subhanahu wa ta'ala uns annimmt und wir nicht zu jenen gehören, welche dann am jüngsten Tag im Verlust sein werden.